Hier ist Extratag, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehren. Vorschusslorbeeren, meine Damen und Herren, und ich würde mal sagen, ich erkläre hiermit diese Sendung für gelungen. Zack, bumm. Ja, warum nicht? Mach ich einfach mal. Die Regierung will es ja genauso machen, Stichwort Flüchtlingspolitik. Sie will Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Drittstaaten erklären. Ne? Und damit, zack, bumm, geht es den Menschen in diesen Ländern super. Die müssen hier gar nicht mehr mit dem Asylantrag ankommen, die kann man direkt wieder abschieben. Ne? Das geht einfach erklären, man kann so viel erklären. Ne? Die Grünen müssen dem noch zustimmen im Bundesrat. Dafür gibt es ein Kompromissangebot, dafür sollen dann die Lebensbedingungen der Flüchtlinge, die schon in Deutschland sind, verbessert werden. Ich denke mir, warum denn das? Warum umständlich verbessern? Ich würde auch die Asylbewerber in Deutschland einfach zu glücklichen Menschen erklären. Ne? Zack, bumm, glücklich, gar kein Problem. Bislang dürfen die zum Beispiel weder arbeiten noch sich frei bewegen. Und das kann absurde Konsequenzen haben. Martina Hauschild. Die Würzburg Panthers stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga. Mit ihrem neuen Star Madiyama Diop aus dem Senegal. Es gibt da nur ein kleines Problem. Diop darf leider nicht mit zu den Auswärtsspielen. Für mich ist es absolut nicht nachzuvollziehen, speziell gerade die harte Regelung in Bayern. Muss ich einfach nur den Kopf drüber schütteln. Madiyama Diop ist nun mal Asylbewerber. Und Asylbewerber brauchen für ein Auswärtsspiel in Bayern eine Ausnahmegenehmigung. Das heißt, ohne Erlaubnis dürfen Sie grundsätzlich den Bereich des Regierungsbezirkes, in diesem Fall Unterfranken, nicht verlassen? Also sein 9 Quadratmeter Zimmer im Asylbewerberheim darf Diop natürlich jederzeit verlassen. Nur wenn seine Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Bamberg fährt, dann darf er nur bis zur Grenze von Unterfranken. Denn Bamberg liegt in Oberfranken. Und dafür braucht er eine Ausnahmegenehmigung. Und zwar von der Regierung in Mittelfranken. Nur die hat festgestellt, dass es sich hier um eine Veranstaltung mit hohem Freizeitwert handelt, dass aber diese Freizeitveranstaltung genauso gut auch innerhalb der räumlichen Beschränkung, also im Regierungsbezirk, umgesetzt werden kann. Gut, dass ein Auswärtsspiel meistens auswärts stattfindet, ist natürlich ungünstig. Aber ein Asylbewerber darf in Bayern nun mal an keiner Auswärtsveranstaltung mit hohem Freizeitwert teilnehmen. Tja, wo kommen wir denn da hin? Asyl beantragen und dann auch Spaß haben wollen. Nur, das wollte Diops Mannschaft einfach nicht verstehen und hat auch noch mal mit der Behörde gesprochen. In dem Gespräch hieß es, warum kümmert ihr euch überhaupt um solche Leute? Es ist ja noch nicht mal sicher, ob die hier bleiben dürfen. Ja, wer weiß. Herr Diop wartet doch erst seit anderthalb Jahren auf seinen Asylbescheid. Da kann er sich doch noch etwas gedulden. Ich bin nicht so glücklich, das ist einfach traurig für mich, weil mich ich nicht integrieren kann. Das haben Sie jetzt missverstanden, Herr Diop. Sie sollen sich hier noch gar nicht integrieren in Bayern. Die Integration steht natürlich ganz wesentlich im Vordergrund bei anerkannten Asylbewerbern, bei Asylberechtigten. Die Entscheidung ist ja beim Herrn Diop noch nicht gefallen. Eben. Und solange Herr Diop noch kein Asylberechtigter ist, kann er sich doch auch bei Heimspielen integrieren. Ja, die CSU fürchtet sich halt wahnsinnig vor Flüchtlingen. Zurzeit vor Flüchtlingen aus Österreich, also nicht direkt aus Österreich, sondern eigentlich aus Afrika, die dann über Italien und Österreich zu uns kommen. Deshalb will die CSU das Schengener Abkommen aussetzen und die Grenzen dicht machen. Generalsekretär Andreas Scheuer hat es sehr bildgewaltig formuliert. Lampedusa darf kein Vorort von Kiefersfelden werden. Nein, das gilt es zu verhindern. Kiefersfelden leidet schon genug. Gucken Sie mal, was für Vororte Kiefersfelden heute schon hat. Homs, Mosul, Kandahar, Donetsk, alles Vororte von Kiefersfelden. Praktisch umzingelt von Krisengebieten. Ein gebeuteltes Volk, diese Kiefersfeldener. Und es kommt noch schlimmer. Wer aus Kiefersfelden raus will, wer meinetwegen flüchten will aus Kiefersfelden, der ist heute nicht weit gekommen. Die Lufthansa-Piloten in München haben gestreikt. Das ist ja in Deutschland so. Die Piloten sind in der Vereinigung Cockpit organisiert, die Fluglotsen in der Gewerkschaft der Fluglotsen, GDF, das Kabinenpersonal in der unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO, die linken Triebwerke in der Gewerkschaft für linke Triebwerke und die rechten in der für rechte Triebwerke. Sehr kompliziert. So. Alternative, was kann man machen? Natürlich Zug fahren. Was war am Wochenende? Streik der Lokführer. Glaube ich.
Oder? Ich glaube, es war, doch, es war, glaube ich, schon. Ich bin mir nie ganz sicher bei der Bahn. Also, wenn der Zug nicht kommt, es kann diverse Gründe haben. Oberleitungsschaden, Zugführer nicht aus dem Bett gekommen, ne? Oder auch eben sowas hier. Ein ICE in Frankfurt war eigentlich auf dem Weg zum Flughafen, doch dann hat er sich verfahren. Hat sich verfahren? Kann alles passieren. Diese Woche war es aber der Lokführerstreik. Nächste Woche wahrscheinlich dann Streik der Stellwerkmitarbeiter. Übernächste Woche dann der Streik der Mitropa-Kaffeevollautomaten im Bordbistro. Es gibt aber noch ganz andere Mini-Gewerkschaften, von denen Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben. Und dazu schalte ich nun live zu unserem Streikreporter Klaas Butenschön. Klaas, was steht uns denn noch bevor? Ja, uns steht wohl eine neue, heftige Streikwelle bevor. Nach GDL und Cockpit streikt nun eine weitere Einzelgewerkschaft, die über sehr viel Macht verfügt, die GZM, die Gewerkschaft der Zebrastreifenmaler. Hier an dieser Stelle zum Beispiel sollte eigentlich gestern ein Zebrastreifen aufgemalt werden. Das ist nicht passiert, das hat viele Menschen völlig unvorbereitet getroffen. Ich frage mal eine Betroffene, ja, wie fühlen Sie sich? Ja, ich bin ganz durcheinander. Es ist halt blöd, dass wir das so spät angekündigt haben. Hätte ich es eher gewusst, hätte ich natürlich einen Weg mit Fußgängerampel genommen. Die haben nun mal die dicksten Pinsel und damit die Macht über uns. Schlimm ist das. Ja, vielen Dank soweit. Trotz der angespannten Lage hier am nicht vorhandenen Zebrastreifen dürfen wir natürlich die Anliegen der Zebrastreifenmaler nicht vergessen. Mir ist es heute Mittag gelungen, mit einem der Streikenden zu sprechen. Also wir Zebrastreifenmaler, wir wollen halt so auf unsere prekäre Situation auch mal aufmerksam machen. Ich meine, ich verdiene so wenig Geld, ich muss die letzten ein, zwei Streifen immer auf eigene Kasse malen. Das geht doch nicht. Und dann bin ich halt auch ein Mensch, der sagt, warum immer weiß? Immer weiß. Warum nicht mal blau? Oder pink? Ich meine, ich will doch einfach mehr Mitspracherecht. Schließlich haben wir die dicksten Pinsel. Tja, alle Beteiligten hoffen nun, dass die Politik möglichst schnell die Rahmenbedingungen schafft, damit die Zebrastreifenmaler schnell wieder den Betrieb aufnehmen und die Menschen wieder sicher über die Straße gehen können. Eines darf man eben nicht vergessen, die Zebrastreifenmaler haben einfach die dicksten Pinsel. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Klaas Butenschön und Alicia Anker für diesen Bericht. Klaas. Es ist schon ein Schlauch, ne? Mit den kleinen Gewerkschaften in Deutschland. Mal ehrlich, wer braucht diese ganzen kleinen Gewerkschaften? Ach, jetzt streikt hier mein Kameramann. Was soll das denn? Hat gestern auch eine Einzelgewerkschaft gegründet. Die Gewerkschaft der Kameraleute. GDK. Ja, du kriegst morgen deinen freien Tag. Ja, ist gut. Mann, 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 Mann. Gut, wir haben viele Probleme in der Welt. Ganz wichtig, dass wir hier weitermachen können mit der Sendung. Viele Krisen, wohin man schaut. Krisen, Kriege, Katastrophen, überall. Worüber diskutiert unsere Regierung? Über die Pkw-Maut. Ja, da geht es gerade munter hin und her. Dass ausgerechnet aus der CDU diese Querschüsse kommen, ist nicht schön. Und ich hoffe, die Kanzlerin kann das abstellen. Es geht gar nicht um Machtworte, sondern es geht um die Einhaltung der Koalitionsvereinbarung. So, jetzt reicht's aber mal. Ne? Da war Seehofer richtig sauer. Ne? Nachdem Schäuble da die Zunge rausgesteckt hatte, er war so sauer, Seehofer soll im Interview gesagt haben, wenn er wollte, könnte er mit seinen Truppen in 2 Wochen in Berlin sein. Viele in der CDU sind natürlich der Meinung, die Maut sei sinnlos, dämlich, teuer und unbrauchbar. Gut, da sagt die CSU, das sind keine Ausschlusskriterien, das sind für einen bayerischen Vorschlag Grundvoraussetzungen. Ja, die CSU ist ja so wie der kleine doofe Kevin, der beim Kindergeburtstag den ganzen Tag zeigen will, wie man sich einen Furz anzündet. Ja? Das ist eine dämliche Idee. Ja, aber irgendwann musst du den das machen lassen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt. Eine Regierung mit der CSU ist immer eine Symbiose aus Koalition und Inklusion. Das größte Problem an Dobrindts Vorschlägen zur Maut, oder er sagt ja, es ist ja für Deutsche, ist es nicht die Maut, da ist es die... Die Infrastrukturabgabe muss selbstverständlicherweise bezahlt werden. Moment, was war das? Das habe ich jetzt nicht ganz... Habe ich das richtig gehört? Die Infrastrukturabgabe. Die Infrastrukturabgabe. Man muss nicht Freud sein, um diesen Versprecher zu deuten. Ja? Infrastruktur, das ist er wirklich. Das Problem bei dieser, wie auch immer, sagen wir mal Maut, sind natürlich die enormen Kosten für die Bürokratie. Viele Länder haben eine Maut. Wir sind ja da nicht Vorreiter in Europa. Ne? Es gibt 2 sehr einfache Systeme. Die einen berechnen die Maut nach der Strecke, die man gefahren ist. Easy peasy.
Nee, die anderen haben noch eine einfache Variante. Die haben eine Vignette, die für alle gleich viel kostet. Wie will es Deutschland machen? Da soll es einen Sonderweg geben. Und zwar eine Vignette, deren Preis sich nach dem Hubraum und der Umweltkategorie der Autos richtet, für Deutsche zwar eingezogen wird, aber indirekt über die Kfz-Steuer wieder ausgeglichen werden soll, die aber nicht mit der Maut zusammenhängt, weil die Maut ja keine Maut ist, sondern eine Infrastrukturabgabe. Ja, oder so ähnlich. Ja, und während Ausländer die Vignette im Internet kaufen können, wo sie aber teurer ist als in den Tankstellen und auch erst dann erworben werden kann, wenn Hubraum und Umweltfreundlichkeit des Autos behördlich bestätigt sind. Super. Geht's noch komplizierter? Soll man nicht noch den Cholesterinwert des Fahrers mit berücksichtigen? Ja? Eventuell? Oder das Sternzeichen seiner Mutter? Oder die Penislänge des letzten TÜV-Prüfers? Was soll das? Was ist das eigentlich für ein seltsames Wesen, das uns mit diesem Vorschlag wieder und wieder belämmert? Wir haben uns mal rangepirscht. Hallo, liebe Tierfreunde. Ihr habt genau rechtzeitig eingeschaltet. Denn jetzt, ja, genau jetzt wagt sich hier eine ganz besondere Spezies ans Tageslicht. Nicht erschrecken. Das sogenannte Dobrind. Sein ursprünglicher Lebensraum ist die bayerische Stammtischebene. Klar, dass sich das Dobrind von Natur aus gerne aufplustert. Ich kann die ganze Klaviatur, ich beherrsche den Kammerton genauso wie die Breitseite. Man kann das Dobrind auch leicht mit dem bayerischen Doofrind verwechseln, hier neben einer Kuh. Tja, vor einiger Zeit hat sich das Dobrind hier in der Berliner Regierungseinöde eingenistet. Ich habe mal die Zahnbürste mit eingepackt. Wenn wir jetzt mal genau hinhören, können wir vielleicht seinen typisch ätzenden Ruf hören, das sogenannte Mauten. Die Pkw-Maut, die Pkw-Maut, Pkw-Maut, Mautsysteme, Maut. Die Berliner macht das auch schon ganz kirre. Ich frag mich, was das Dobrind mit seinen Mautrufen bezweckt. Will es sein Revier vor ausländischen Autofahrern schützen? Ist das nur plumpes, populistisches Balzgehabe? Ich tippe ja auf Dobrinderwahn. Also, wenn ich mir das so ansehe, sogar die Alphatiere aus dem eigenen Unionsrudel hat das Dobrind mit seinen Mautrufen schon verschreckt. Ich kann es selber nicht mehr hören. Wenn das so weitergeht, werfe ich mich gleich von dieser Brücke. Da ist es höchste Zeit, dass das Dobrind mit dem Winterschlaf beginnt. Bei mir kann man nicht einfach auf den Knopf drücken und dann ist es so wie beim Duracell-Hasen. Na toll. So, nächste Woche zeige ich euch eine Spezies, die gerne im braunen Sumpf hier auf Wählerfang geht. Und zwar die AfD. Das wird bestimmt nicht schön, liebe Tierfreunde. Und jetzt geht's erstmal nach Hause. Ich muss mich endlich mal wieder waschen. Ein Tierfilm von Tobias Köln. Ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, unsere kleine Opposition zu würdigen. Alle reden immer von der großen Koalition, von der GroKo. Die kleine Opposition hat immer ein eigenes Kürzel. Keiner redet von der Klopo, nicht? Und jetzt sagen Sie, gut, da gab es aber auch kaum Highlights. Oh doch, einer war schon ziemlich high in letzter Zeit. Cem Özdemir. Ja, der grüne Parteichef mit der Hanfpflanze. Das ging um die Welt. Sie sehen mal, was er jetzt macht, was er jetzt macht. Oh, wo gießt er das Wasser hin? Was sagt man dazu? Zu breit zum Blumengießen. Ja? Ja, die Hanfpflanze übrigens hier links im Bild, Sie haben sie bemerkt. Nicht? Die Hanfpflanze ist das einzig wirklich grüne Wesen in diesem Clip. Özdemir macht sich mit seinen Ideen gerade ziemlich unbeliebt in der Partei. Immerhin ist er aber der Einzige aus der Opposition, der überhaupt noch mal medial auffällig wird. Deshalb für den grünen Lautsprecher hier von uns den passenden Hit. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist die Melodie natürlich. Ich bin der Cem. Und ich sag euch. Grüß Gott. Gepolter aus dem Ländle. Dafür hab ich echt ein Händle. Früher war ich Pazifist, was heute nicht mehr ganz so ist. Bei all den grünen Flaschen tu ich Effekte haschen. Aua. Es tut schon ziemlich weh, doch als Schwabe bin ich schmerzbefreit. Hoppla, was steht denn da im Bild? Ich mach mich gerne mit Cannabis breit für Sendezeit. Welches Alpenkraut hat er eigentlich geraucht? Für Sendezeit. Es bleibt allerdings ein Geschmäckle. Jo, ich bin der Cem. Eins ist klar, ich bin nicht aus Pappe. Zausel und Schabracke, haltet mal die Klappe. Aua, Waffen liefern tut nicht weh, der Özdemir ist halt ein Alpha-Tier. Hoppla, was ist denn plötzlich los? Ihr seid sauer, ist mir scheißegal. Make my ding, make my ding, make my ding.
heiße Kemal. Ich glaube, ich gehe mal. Ein Lied von Jakob Leube und Dennis Kauf. Unglaubliche Dinge geschehen in Deutschland. In Wuppertal laufen Islamisten herum, die das Nachtleben der Stadt kontrollieren. Die nennen sich Scharia-Polizei. Nach dem Motto, die Polizei, dein Freund und Schläfer. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass es sowas wirklich gibt. Ein Nachtleben in Wuppertal. Ja, ich hab's nicht glauben können. Die haben da Jugendliche angesprochen und gesagt, wenn sie nicht nach der Scharia leben, dann kommen sie in die Hölle. Hat aber offenbar keinen so richtig gestört. Die meisten dachten, cool, im Vergleich zu Wuppertal ist das ein klarer Schritt nach vorn. Was ich lustig fand, diese Salafisten, die haben sich überall da aufgestellt, wo Leute ihrer Meinung nach der Sünde nachgehen. Vor Kneipen, vor Diskos und vor Sonnenstudios. Ehrlich, der Besuch von Sonnenstudios ist gemäß der Scharia verboten. Ist eine Sünde. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt man in die islamische Hölle und wer sitzt da? Costa Cordalis und Tim Wiese. Hölle, Hölle, Hölle. Das Ganze war übrigens die Idee von Sven Lau, ein Fundamentalist, der in Mönchengladbach einen islamistischen Treffpunkt eröffnet hat. Übrigens in einem ehemaligen Gemüse- und Obstladen. Klar, da fallen ein paar Pflaumen mehr gar nicht auf. Sven Lau hat das Ziel, die Scharia wieder ein bisschen mehr ins rechte Licht zu rücken. Die Scharia verbinden die meisten Menschen hier in diesem Land wie Hände abhacken, wie Steinigung. Und wir wollten eigentlich, dass dieses Thema auch mal normal wird. Was, wie jetzt nochmal, was jetzt nochmal? Steinigung und Hand abhacken? Normal wird oder was? Habe ich hoffentlich falsch verstanden, ja? Oder hart durchgreifen, schon bei kleinsten Delikten? Was halten Sie von der neuen Regelung? Ja, nochmal fahre ich bestimmt nicht mit abgelaufener TÜV-Plakette. Bin doch nicht blöd. Na gut, nein, so war es hoffentlich nicht gemacht. Es war... Es war ja offenbar eine PR-Aktion, eine ziemlich clevere PR-Aktion, muss man sagen. Eine sehr clevere PR-Aktion, alle reden von der Scharia-Polizei. Auf sowas fahren die Medien natürlich total ab. Wir natürlich auch, merke ich gerade. Ne? Aber nur eine Frage der Zeit, bis das Fernsehen die Idee übernimmt mit neuen Krimiserien. Zum Beispiel eine Fatwa für zwei oder 72 Jungfrauen für Charlie oder Alarm für Burka 11. Was tut sich sonst so in der weltweiten Islamisten-Szene? Was plant eigentlich die Al-Qaida? Hat sie gegen die neue Konkurrenz vom Islamischen Staat überhaupt noch eine Chance? Und was ist sonst so Thema beim Islamisten-Stammtisch? Jesko Friedrich und Oliver Durke wissen Bescheid. Neulich im Restaurant zum Goldenen Kamel. Ja, herzlich willkommen zur Jahrestagung unseres Dachverbands Islamistischer Terror e.V. Anwesend sind Vertreter von Al-Qaida, Al-Nusra, Al-Shabaab und Boko Haram. Und zum ersten Mal dabei ein Vertreter der ISIS. Nein, wir heißen jetzt nur noch IS. Ach so, also wie ISIS, aber ohne IS vorne. Nein, ohne IS, hinten. Ah ja. Mhm. Und das da ist mein Neffe Hamid. Der soll später mal Selbstmordattentäter werden. Wenn du was wissen willst, einfach fragen. Hm? So, liebe Glaubensbrüder, der Dschihad... Kann ich schon die Getränke aufnehmen? Ja, eine Spezi bitte. Jo. Also, der Dschihad ist... Eine Litchi Limonade, gerne. Eine kleine Apfelschorle, bitte. Ja. Haben Sie Hammelbockwurst? Hammelbockwurst haben wir, ja. Eine Hammelbockwurst, bitte. Eine Hammelbockwurst. Ja. Tagesordnungspunkt 1, unser Bonussystem. Im Paradies gibt es ja für jeden Märtyrer 72 Jungfrauen. Aber viele Brüder hätten gerne einen Teil ihrer Jungfrauen schon jetzt ausgezahlt. Also ich finde das gut. Wer stimmt noch dafür? Werde die Spezi. Wenn Boko Haram 72 Jungfrauen braucht, dann entführen sie einfach ein paar Christinnen. Keine Angst, Hamid, die werden vorher natürlich alle zwangsverheiratet. Und zwangskonvertiert. Das hat alles seine Ordnung. Das ist ganz ehrlich, ordentlich und anständig. Aber das ist doch Koranbetrug. Hamid! Also ich stelle jetzt den Antrag, dass Hamid ganz dringend zu Hause seiner Mutter beim Abwasch zugucken muss. Antrag zugelassen. Wer ist dafür? Ein Malzbier. Angenommen. Malzbier hatte ich nicht. Ich hatte eine kleine Apfelschorle. Entschuldigung, gibt's hier nicht. Tagesordnungspunkt 2, das neue ISIS-Kalifat. IS. Nur IS, ohne IS. Ja, ja.
Unser Bruder von Al-Nusra hat den Antrag gestellt, das unangemeldete IS-Kalifat nicht anzuerkennen. Wo bleibt eigentlich meine Hammelbockwurst? Es kann ja nicht jeder ein Kalifat gründen, wie es ihm gerade passt. Also wir von der Al-Qaida stimmen für eine Ablehnung. Wer noch? Moment mal, und was ist mit dem Kalifat, das Boko Haram gegründet hat? Das steht nicht auf der Tagesordnung. Oh, ihr seid alles ungläubige Hurensöhne. Hätte gut Lust, hier einen Selbstmordattentat zu machen. Antrag schon eingereicht? Selber Ungläubiger! Ich spreng mich... Eine Hammelbockwurst? Ja, bitte. So, noch irgendwelche Anträge? Nein? Dann ist die Sitzung hiermit beendet. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Na, Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, ob die Wahnsinnigen vom Islamischen Staat es tatsächlich schaffen, einen eigenen Staat zu errichten. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Sollten sie es schaffen, vergibt Blatter garantiert dahin die WM 2026. Die EZB hat schon wieder die Zinsen gesenkt. Mario Draghi hat sich offenbar vorgenommen, die 0% noch vor der FDP zu erreichen. Und es sieht ganz gut aus. Ja? Ein Leitzins von 0,05%. Viele Sparer sagen, so langsam wird es tragisch. Ich habe gestern einen Kontoauszug geholt. Da steht jetzt immer unten ganz klein drauf, Achtung, kann Spuren von Zinsen enthalten. Haben die auch schon gesehen? Ja, immer. Ob die Zinssenkung die Konjunktur ankurbelt, ist ja mehr als fraglich. Ob sie eine Deflation verhindert, weiß auch keiner so genau. Für Sparer aber heißt es auf jeden Fall, dass ihr Guthaben langsam aber sicher schmilzt. Ja, dass es weggefressen wird. Also sie bringen ihr Geld zur Bank, bekommen weniger zurück. Das ist, als würden sie ihr Auto in die Werkstatt bringen, bekommen es mit drei Rädern zurück. Ja, oder sie bringen ihr Kind zur Schule und es kommt dümmer nach Hause. Gut, je nach Bundesland kann das tatsächlich vorkommen. Das ist jetzt kein guter Vergleich. Nein. Ganzes Thema. Dass man ernsthaft behandeln sollte. Und wer ist bei uns der Fachmann fürs Ernsthafte? Natürlich Heinz Strunk. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins in einem weiteren Miniaturschritt von 0,15 auf nunmehr 0,05% gesenkt. Damit sind die rote und die schwarze Null deckungsgleich. Die Folgen: Liquiditätsdoping, Zinskosmetik, frei flottierende Immobilien blasen selbst in Baden-Württemberg. Mit anderen Worten, die Fata Morgana des billigen Geldes. Frage: Was bedeutet das für Sie, den kleinen Mann mit dem ausgeleierten Sparstrumpf? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Täter oder Tölpel, Gast oder Wirt, Bauer oder Opfer? Versteht? Die EZB will den Sack endgültig zumachen. Draghis Visionen sind die Fieberträume eines außer Kontrolle geratenen Finanzhasardeurs. Nach der dritten Flasche Amaretto fabuliert der kleinwüchsige Italiener in kleinem Kreis bereits von Zinssenkung weit hinein in den Minusbereich. Dem Giftzwerg schwebt ein Zinsniveau von -18 bis -25% vor. Was bedeutet Nullzinspolitik überhaupt? Dass die ganze stinknormale Inflation in Verbindung mit Deflation und Stagflation zu etwas führt, was die Finanzmärkte gar nicht mögen. Konfusion. Denn die Börse ist ein nur mühsam im Gleichgewicht gehaltenes, fragiles Gebilde, ein seltenes, scheues Tier, das man mit nur einer falschen Bewegung verscheuchen kann. Doch Vorsicht, auch Kleinsparer beherrschen, in die Enge getrieben, den perfekten Rückwärtssalto. Denn proportional zur Zinsspirale abwärts dreht sich die Wutspirale aufwärts. Die Folgen: Zinswut, Anlagewut, Schuldenwut. Ein Klima ungeheurer Aggression beherrscht die Eurostaaten. Am Ende stehen öffentliche Geldverbrennung, Immobiliensprengung und Goldschmelze. Ab sofort gilt, nehmen Sie Ihre Finanzen selber in die Hand. Zunächst einmal, welcher Anlagetyp sind Sie? Hochrisiko, Normalrisiko oder Schisshase? Die verschiedenen Anlageformen im Faktencheck. Erstens Gold. Davon muss ich dringend abraten. Die Entwicklung des Goldpreises wird von Experten auch Spiegel der Angst genannt. Frage: Bock drauf? Zweitens Notgroschen, Matratzensafe, Kohlepfennig gerade für alte Menschen mit eingeschränkter Mobilität uneingeschränkt empfehlenswert. Drittens Immobilien, ja klar, aber welche? Für Heimwerker und Leute, die gerne anpacken, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber Vorsicht, hier ist eine hohe Muskelhypothek gefragt. Viertens, Dreisatzprodukte. Produkte, die unter einem gemeinsamen Oberbegriff firmieren. Zum Beispiel Erfindung. Wer in das Atemgerät ohne Sauerstoff, fleischfressende Handys oder das brennbare Toupet Albert investiert, der kann nicht viel falsch machen. Zum Schluss ein kleiner Tipp.
Wer sich Finanzprodukte aus der Produktklasse A nicht leisten kann, muss mit Finanzprodukten der Produktklasse B und C Vorlieb nehmen. Und kleiner Trost, auch wenn Sie verarmt sterben, sind Sie wenigstens nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof. Denn das letzte Hemd, und das weiß nun wirklich jeder, hat keine Taschen. Vielen Dank, Heinz Strunk. Und was auch noch wichtig war, jetzt im Abgehakt, die Woche aus der Nachrichten von Henning Nasse. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen. Ein heißer Krieg der Worte in einer Zeit, in der immer mehr Menschen Angst vor einem kalten Krieg zwischen West und Ost haben. Ein mächtiger Gegner lässt die NATO enger zusammenrücken. Danke, Putin. Endlich macht die NATO wieder Sinn. Deswegen lud General Terry Rasmussen auch gleich zum munteren Waffenwedeln von Wales. Ach, diese Kulisse. Loch 18 ist gesichert, der Tagungsort gelegen in einer Golfanlage. Die PR-Abteilung der NATO hat Militärisches in die Landschaft drapiert. Jawolski, so sieht feine westliche Diplomatie aus. Jetzt noch Pläne für schnellere Einsatztruppen im Osten, höhere Rüstungsetats. Fehlt nur noch ein provokantes Seemanöver, sagen wir im Schwarzen Meer oder so. Die Ukraine und die USA üben gemeinsam mit Kriegsschiffen im Schwarzen Meer. Na bitte, scheiß auf Frieden. Das Wichtigste ist doch, dass der olle Ivan versteht. Lass die Finger weg vom Baltikum, Wladimir Putin, sonst bekommst du es mit der gesamten NATO zu tun. Genau. Etwas nördlich in Schottland heißt es gerade, God shake the Queen. Die Queen wird heute Nacht bestimmt unruhig geschlafen haben. Ja, jetzt heißt es aufwachen, alte Kroneneule, sonst sagen die Schotten bald bye-bye. In anderthalb Wochen stimmen die Schotten über eine Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Und nach aktuellen Umfragen pfeifen 51% der Dudelsäcke auf die Regierung in London. Da wacht man plötzlich auf in der Downing Street. In letzter Minute versucht die britische Regierung nun alle Register zu ziehen. Aha, und auf einmal sind karierte Röcke wieder interessant, oder was? Die Flagge der Union Jack würde die blaue Farbe für Schottland verlieren und so aussehen. Ach so, dann mal zu, nicht, dass die Schotten die Schotten dicht machen. War sonst noch was? Ach ja, da gab es doch diese Frage, die sich alle schon immer gestellt haben. Woher nimmt die Polizei eigentlich die ganze Energie? Ja. Die Hamburger Polizeigewerkschaft hat einen aufputschenden Kooperationspartner und präsentiert sich damit stolz im Internet. Hamburgs Red Bullen. Verleihen der nächsten Demo bestimmt Flügel. Jetzt geht es weiter mit dem Medienmagazin ZAPP. Vorher wie immer neulich im Bundestag von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henrik Werling. Ich sage bis nächste Woche. Hallo, nach neuesten durch den BND abgehörten Erkenntnissen der NSA sind weltweit die Rohstoffe schon ganz bald alle. Dazu hören wir Manuel Haare ziehen. In der Tat, alles alle. Öl, Gas, Plastiktüten, Tapetenkleister, Leitungswasser, sogar Lebensmittel. Aber Plastiktüten kann man doch ganz normal im Supermarkt kaufen. Leute, es ist ernst. Uns gehen bald die Lampen aus. Ich kenne einen guten Elektriker, der bei mir immer neue Birnen in den Obstmixer dreht. Der kommt aus Afrika und arbeitet sogar schwarz. Super Idee, Uschi. Da kann er gleich mal deine Sicherung wieder reindrehen. Wie könnten wir die drohende Rohstoffe Kalypse nur abwenden! Wir könnten doch das ganze alte Pommesfett aus den Grundschulkantinen annektieren. Alles zwerglos. Lasst uns einfach zu Susis Kiosk drüber gehen und die letzten Alkoholrohstoffe vernichten. Kochones, wir sollten lieber folgende Rohstoffe hier im Keller bunkern. Sonnenöl, Staubsaugerbeutel und ausreichend Schmalzbrote. Ihr solltet euch mal alle schnell verstecken. Morgen wird der Sperrmüll abgeholt. Ich hab den Plan. Wir werden einfach die Titanic heben. Vermuten eure Hohlheit dort unten etwa verbogene Reichtümer, die uns errettet? Nee, du Kulturbanane, aber von der Musikkapelle sollen da unten zwei überlebt haben und ich wollte die fragen, ob die zu unserem Untergang auch so herrliche Lieder spielen. Schön. Und alle, die sich vom Untergehen nochmal gegenseitig auf den Sack raufgehen wollen, treffen sich zum Schiffe versenken auf dem Dachboden vom Karl-Dönitz-Gedächtnispavillon.